Hey Leute, das ist ganz Hyam. Willkommen bei WTN Germany. Früherer FDP-Chef Bangemann mit 87 Jahren gestorben. Christian Lindner hat bekannt gegeben, dass der ehemalige FDP-Vorsitzende Martin Bangemann gestorben ist. Lindner würdigte ihn als leidenschaftlichen Liberalen und großen Europäer. Früherer FDP-Vorsitzende Martin Bangemann ist tot. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und EU-Industriekommissar starb im Alter von 87 Jahren, wie FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch in Berlin erklärte. Nach Angaben seines früheren Pressesprechers war Bangemann in seinem Haus im französischen Département de Sèvres am Dienstag einem Herzinfarkt erliegen. Als überzeugter Liberaler hat sich Martin Bangemann über Jahrzehnte für Europa und für Deutschland leidenschaftlich engagiert und in zahlreichen Funktionen große Verantwortung übernommen, teilte. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.